Vierter Spieltag, St. Pauli 2 gegen Teutonia Ottensen, inklusive Torjäger auf der Tribüne Serdar Dosun, derzeit mit Schlüsselbeinbruch raus, schaute sich vor Ort an, wie sich sein kleiner Bruder Serkan bei St. Pauli so schlägt. Apropos, die Boys in Brown mit erst einem Punkt aus drei Spielen, Teutonia in Gelb dagegen noch ohne Niederlage bisher in dieser Saison. Auch Norderstedt-Co-Trainer Olufemi Smith mit zwei wachsamen Augen auf das Geschehen auf dem Rasen und das völlig zu Recht. Diese Anfangsphase wild zu nennen, wäre eine maßlose Untertreibung. Mats Faklam mit der ersten Gelegenheit nach zwei Minuten verpasst den Ottenser Traumstart in die Begegnung. Die Gäste davon allerdings nur mäßig beeindruckt, direkt wieder im Vorwärtsgang und keine 60 Sekunden später über rechts und in der Mitte George Kelbel und der zweite Alu-Test. Die besten Spieler bei St. Pauli bislang Pfosten rechts und Pfosten links. Immerhin, danach fing sich das Team von Joachim Filipkowski, Dosun auf Jessen und das muss das 1:0 sein, das ist es nicht. Yannick Zumak wirft sich mit allem, was er hat, in diesen Abschluss und hat Glück, dass sich Jessen offensichtlich davon beeindrucken lässt. Noch immer keine Viertelstunde gespielt in dieser Begegnung. St. Pauli mal mit einem Umschaltmoment. Den spielen sie sehr gut aus. Dosun wird erst steil geschickt und dann fair abgeräumt. Aber Justin Plautz macht die Kugel nochmal scharf auf Dosun. Wieder Zumak und der Nachschuss. Unfassbar. Die Expected Goals zu diesem Zeitpunkt vermutlich schon zweistellig. Der Spielstand aber 0:0. Kein Vorbeikommen an Zumak, auch für Jakub Bednarczyk nichts. Die anschließende Ecke, getreten von Justin Plautz und der findet T. Scherer. Schiri Benjamin Schmitz gibt den Treffer mit etwas Verzögerung, aber völlig zu Recht. Der Ball dann doch schon relativ deutlich hinter der Linie und also endlich das erste Tor in dieser Begegnung. Diesmal kann selbst Zumak nichts mehr machen, auch wenn er da noch richtig schön fliegt. Die Gäste aus Ottensen brauchten rund 10 Minuten, um sich zu erholen, aber dann schlugen sie zurück und wie. Das ist gut gespielt, das ist flott gespielt, St. Pauli kommt überhaupt nicht in die Zweikämpfe und dann ist es am Ende Nico Mattern. Besonders lange hatte sie also nicht Bestand. Die braun-weiße Führung, Teutonia schlägt zurück mit einem richtig schicken Tor. Mattern nimmt den Ball mit viel Selbstvertrauen direkt und dann schlägt es ein. Erstes Tor für Mattern, der ja vor der Saison vom VfB Oldenburg nach Hamburg kam. Danach wurde es erstmal ganz still im Edmunds-Plambeck-Stadion. Bange Momente, Kolgici rutscht ungebremst in den Fangzaun. Es gab eine längere Behandlungspause für Kolgici, ging es nicht weiter, musste ausgewechselt werden. Moritz Grosche kam für ihn in die Begegnung. Sportlich nicht viel Neues auf dem Rasen, es war weiterhin eine verrückte Partie mit unzähligen Gelegenheiten und immer wieder im Mittelpunkt der Mann in Blau, Yannick Zumak. Mittlerweile so richtig schön warm geschossen, da ist der Kopfball von Dursun eher eine der leichteren Aufgaben. 37. Minute, das Spiel mittlerweile gemächlicher unterwegs. Wir sehen das hohe Pressing der Hausherren, das die Teutonen richtig gut umspielt bekommen. Und auf einmal ist Faklam auf links durch, hat ganz viel Platz und etwas Glück beim Pass. Aber Istefo ist das egal, 2:1, Spiel gedreht. Es ist das Abwehrbein von Maximilian Schütz, das diesen Ball zur idealen Vorlage für Fabian Istefo werden lässt. Und der macht den 100%er dann mal. Viel Selbstvertrauen beim Abschluss, viertes Saisontor für den 27-Jährigen. Aber die Halbzeit immer noch nicht vorbei. Aurel Lubongo, steil geschickt Lubongo und Yannick Zumak darf zur Abwechslung mal eine Großchance zunichte machen. Wer hätte das ahnen können? Danach aber dann wirklich Pause. Gute Nachrichten von Besford Kolgici. Daumen hoch. Von ihm scheint sich Gott sei Dank nicht schwerwiegender verletzt zu haben. Zur Pause 1:2. Aber wie ein großer Philosoph einst sagte, es hätte auch umgekehrt laufen können. St. Pauli jedenfalls in Rückstand, mussten was tun und auch direkt vom Anpfiff weg mit der ersten Chance. Max Brandt versucht's. Aus der Distanz, aber da hat Zumak heute wirklich schon schwierigere Dinger halten müssen.
Die 53. Minute, St. Pauli in Ballbesitz, aber dann ein ungenaues Zuspiel, Ballverlust und Teutonia mit dem langen Ball, der ist sehr ungefährlich. Naja, zumindest eigentlich. Kelbel steht genau richtig und bedankt sich artig und 3-1. George Kelbel, auch er, erzielt seinen Debüttreffer für Teutonia Ottensen. Einfacher wird es ihm bislang selten gemacht worden sein. Was für eine Slapstick-Kiste von Jesper Heim im Kasten der St. Paulianer. Weiß er natürlich selbst am besten, dass er den Ball klarer klären muss. Der Weg zurück für Braun-Weiß in diese Partie. Jetzt natürlich richtig weit. Die Gäste verlegten sich jetzt noch mehr aufs Kontern und das mit Erfolg. St. Pauli immer wieder mit einfachen Ballverlusten. Heim kann sich mal auszeichnen und Andrijanic kann, ich bin fast geneigt zu sagen, muss diesen Ball im Kasten unterbringen. Es wäre die endgültige Entscheidung gewesen. So blieb es auf dem Rasen spannender als aus Sicht von Teutonia Ottensen nötig. Immerhin die Defensive, die stand in der zweiten Halbzeit relativ stabil. St. Pauli fiel nicht besonders viel ein. Zumak muss nochmal hin, nachdem ihn Tino Schulze da in Bedrängnis bringt. Es war allerdings die letzte Torchance dieser Partie. Einen Aufreger gab es allerdings noch in der Nachspielzeit. Mats Facklam will den Ball nicht hergeben und hat halt schon gelb. Schiri Schmidt zeigt ganz wenig Gnade. Gelb-rot für den Stürmer. Ein heißer Kandidat für unsere beliebte Rubrik unnötigster Platzverweis des Jahres. Am Ergebnis änderte das natürlich trotzdem nichts mehr. Mit 1:3 verliert St. Pauli 2 gegen Teutonia Ottensen und kassiert schon die dritte Niederlage im vierten Spiel. Für Teutonia dagegen 2 Siege, 2 Unentschieden, 8 Punkte auf dem Konto und einen klaren Held des Tages. Den hatten sie auch in ihren Reihen und mit genau dem haben wir nach der Partie gesprochen. Wir haben verdient gewonnen. Erste Halbzeit Moral gezeigt, nach dem Rückstand zurückgekommen. Und zweite Halbzeit relativ souverän runtergespielt. Zum richtigen Moment dann auch das Tor gemacht, das 3-1, nichts mehr anbrennen lassen. Und dann haben wir das einfach souverän zu Ende gespielt. Und bin froh, dass es auch so gekommen ist. Ich denke mal, dass wir erst diese 1-2 Minuten brauchten, um wachgerüttelt zu werden. Und ich denke mal, danach haben wir einen sehr guten Fußball gezeigt. Und hochkarätig ausgespielt. Und da haben wir einfach zu viel liegen lassen. Ja, sind auch nachher nach einem Standard 1-0 Führung gegangen. In dieser Phase war es auch verdient. Und bekommen nachher kurz vor der Halbzeit oder allgemein in der ersten Halbzeit noch die beiden Tore. Und das ist auch noch ein Manko von uns. Da müssen wir einfach besser verteidigen. Gelegenheiten zum besseren Verteidigen gibt es schon kommenden Mittwoch beim Haider SV.